Uwe Gensheimer, Rhein-Neckar-Löwen, links außen. Ja, der perfekte Dreher ist eigentlich ganz einfach. Ist ein ganz normaler Anlauf für einen Wurf von außen. Drei Schritte, dann Absprung. Dann normale Wurfhaltung. Probieren mit dem Oberkörper, dem Torwart das Gefühl zu geben, der Ball kommt ins kurze Eck. Und dann kommt eigentlich das, was nicht ganz so einfach ist beim Dreher, das Zusammenspiel zwischen Schulter, Ellbogen und Handgelenk. Der Oberkörper geht ins kurze Eck, dann kommt die Schulter, der Ellbogen, der Arm ist leicht hinter der Schulter und gibt dann am Ende eigentlich noch, kommt noch der Drall mit dem Handgelenk neben das Standbein des Torhüters, der im Optimalfall hier so in die kurze Ecke geht. Der Ball dobst neben dem Standbein auf und dreht sich ins lange Eck. So einfach ist es. Wir kommen rein. Offen! Oh!